Mein Name ist Arthur Schwan. Heute beginnen wir mit der Intro-Folge für unseren YouTube-Channel Carblast TV. Im heutigen Video gibt es einen kleinen Überblick über die Carblast Fahrzeugtechnik GmbH und über die Entlackungsfabrik GmbH. Daraufhin folgt dann eben die Folge Nummer 1, wo wir dann euch unser Lager näher bringen, bis hin zur thermischen Entlackung, unserer Pyrolyse. In den nächsten Minuten werdet ihr jetzt einfach sehen, wie wir arbeiten, was wir arbeiten und das Ganze im Kurzformat. Und lasst euch überraschen, was in der Zukunft alles auf euch zukommt. Das gefällt mir gut. Und solange die abladen, gehen wir mal kurz rein. Die erste Stelle bei uns ist natürlich die Warenannahme. Ich zeige euch kurz unsere Halle der Schätze. Sieht man auch im Rondell, wie es bei uns aussieht. Linke Seite, schrottige Seite, rechte Seite. Sind wir mit den fertigen Produkten schon in KTL beschichtet. Danach geht es los mit Blechschweiß, Lackierarbeiten. Da hinten haben wir zum Beispiel einen, den 914er, der nur entlackt entrostet ist. Das ist ein 1000-Stunden-Projekt, da ist ein bisschen mehr zu tun. Deswegen lohnt es sich da eher im Nachgang nachzuentrosten und KTL zu beschichten. Aber im Endeffekt sieht es hier so aus. Ware kommt an, kommt ins Rondell, wird nach Nummern abgearbeitet und geht dann eben durch unsere einzelnen Gewerke, die wir jetzt kurz im Schnelldurchlauf euch mal zeigen. Das müssen wir zeigen. Das ist ja. Damit haben wir aber auch schon kleine Probleme. Ja, doch kleine Probleme bekommen. Aber jetzt mal ehrlich, wie geil ist dieser Werbeslogan? Ja? Gefällt uns. Ja, jetzt sieht man auch gleichzeitig ein paar Fahrzeuge von uns rumstehen. Wie gesagt, wir sind dann oft bei Kunden unterwegs, denen wir dann auch selber die Fahrzeuge wieder zurückbringen oder eben auch liefern, abholen. Das Ganze geschieht dann entweder im Kleinformat, sage ich mal, mit unserem T6-Aufbau und einem Anhänger oder dann doch eben im größeren Format, wo wir dann mit unserem riesen Sattelzug ankommen und dann eben die Kundenfahrzeuge abholen und dann zu uns bringen. Gehen wir mal chronologisch ab, so wie wir es dann auch schlussendlich in den ganzen Folgen machen werden. Wir werden anfangen mit der Pyrolyse, also mit der thermischen Entlackung. Danach geht es über auf die chemische Entlackung, chemische Entrostung, KTL-Beschichtung, Blechschweiß und zum Schluss eben dann auch noch die Lackierung. Und jetzt einfach, sag ich mal, wie das Ganze aussieht. Das ist dann Schritt 1, hier wird es auch schon wieder ein bisschen lauter. Hier drüben hinten strahlen wir, aber im Endeffekt sieht man auch von dem Prozess jetzt thermischen Entlacken nicht viel. Das ist unser Krematorium, Backofen, nennt es wie ihr wollt. Ja. Unter Temperatureinfluss wird eben hier die ganzen Schadstoffe, Reststoffe, Lacke, Bitumen, Dichtnähte etc. entfernt. Und das ist Schritt Nummer 1. Ja. So, erster Schritt abgehakt, thermisch entlackt. Jetzt kommen wir zu den chemischen Prozessen. Chemisches Entrosten, chemisches Entlacken oder umgekehrt chemisches Entlacken, chemisches Entrosten, chemische Passivierung, Eisenphosphatierung, alles hier in unserem Becken. Und dann kommt der letzte Schritt, die KTL-Beschichtung.
man immer die Feinheiten, einfach die Erfahrung mittlerweile mit uns bringt. Und da werden die Reststoffe nochmal nachträglich entfernt, wenn jetzt zum Beispiel gerade sehr viel Rost, sehr viel Oxid auf einer Fläche entsteht. Man kann ja nicht wegen, sag ich mal, einem Quadratzentimeter oder 10 Quadratzentimetern extra die Karosserie nochmal einen halben Tag oder ein paar Stunden länger im Bad lassen. Deswegen wird sowas nochmal händisch nachgearbeitet. Warnsignale bei uns. Ein paar Sekunden später. mitten im Geschehen, ja. Wir arbeiten ja mit hohem Druck, ja. Unsere Kompressoren sind hier auf Vollbetrieb und wenn man da mitten im Prozess aufhört, muss man ja eben die überschüssige produzierte Luft, die dann auch nicht mehr im Kompressor herrscht, muss entlüftet werden. Ansonsten kann es da zu Schäden kommen, ja. Das war gerade echt fucking laut. Kommt das nochmal? Nein, das kommt nicht nochmal. Ja. Hier geht es dann, das ist die Strahlkabine. Hier strahlen wir mit Glasgranulat oder eben Kunststoff. Kunststoff, Lack entfernen, Glasgranulat, Rost entfernen. Und das ist jetzt hier auch ein Sonderprojekt, eine Kabine von MAN. Die passt in kein Gewerk von uns rein, also dementsprechend muss hier auf anderen Weisen entlackt werden. Und eben hier die Mediastrahlverfahren, Kunststoff und Glas. Das ist alles, das Medium, das Glas. Bei dem Projekt kann man direkt sehen, hier, da ist ganz viel Dichtmasse angebracht, ja, an Fahrzeugen. Und die zu entfernen ist echt fucking anstrengend und zeitintensiv, wirklich. Jetzt wird es auch von der Temperatur wieder von der Lautstärke wieder angenehm. Gerade eben, das war echt ein Schock, gell? Wenn man das nicht gewöhnt ist, dann zuckt man da echt kurz zusammen. Ja? Ja, wie gesagt, erster Schritt, erste Hälfte erledigt. Jetzt gucken wir uns nach den chemischen und thermischen Strahlprozessen eben den darauffolgenden Prozess an. Das wäre die KTL-Beschichtung. Schauen wir mal rein. Das muss man halt aber auch lassen, ja. Also die Jungs, wir ackern generell viel und gewisse Freiheiten muss man dann einfach den Mitarbeitern, Kollegen lassen. Eben sowas wie jetzt zum Beispiel eine kleine Musikbox im Hintergrund, dass man die Arbeit sich ein Stück weit erleichtert, damit man ein bisschen mehr Spaß dabei hat. Das ist einfach Pflicht. Chemisch, KTL, Haken dran. Jetzt geht es weiter zum Blechschweiß, bis fertigen Lackieren. Gehen wir mal auch zu unseren Gewerken hier. Wir sind aber auch ökobewusst, ja? Uns ist grüne Fläche ganz arg wichtig. Selbst Blumen, ja? Der ist voll geil, oder? Der ist auch super. Ja, schön. Ja, nein. Da, hier direkt dazu, ja? Ich sag ja mitten im Geschehen. So. Das ist, wenn man vorstellen darf, das ist Alexander Schwan, der Gründer von Carblast, von Autocode und eben von der Entlackungsfabrik. Ist David Bayer. Das ist der Gründer. Der hat mir gesagt, wie es läuft. Genau, Mitgründer von Carblast und Autocode. Das sind im Endeffekt die denkenden Köpfe hier. Nee, stimmt nicht. Du bist der denkende Kopf. Ich bin nur Rentner. Ich bin der denkende Kopf, der ist der Rentner, ja. Ist noch ein schönes Familienbetrieb. Findest das ist gut? Ha? Ja. Goldfisch heißt der jetzt. Ja. Der heißt ab jetzt Goldfisch. Voll geil. Hasan! Ja! Hasan, konservieren! Schnell, sonst rostet's. Hasan,
Mach gerade die Finish-Arbeiten beim Porsche. Ja, geil. Ja, Prost. Das ist ein Maybach-Vito jetzt. Das ist doch ein Maybach. Ja, 500.000. Das ist Maybach-Vito. Dann brauchst du ihn nächste Woche, gell? Ja, brauchst du morgen. Wir brauchen den morgen Abend. Morgen Abend? Der muss nach Tschechien und am Samstag muss er auf die Hochzeit. Deswegen gibt es einen sechsten Sitz. Das wäre das Hochzeitsauto. Und du bist der einzige Ehefrau. Nein. Was ist das für ein Hochzeitsauto? Ja, was denn? Was? Ach, nein, so was kannst du nicht als Hochzeitsauto nehmen. Nein, nimm halt gleich einen. Nee, ein Traktor ist cool. Ja. Aber jetzt kannst du mal die Tür aufmachen. Ja. Nimm halt direkt ein Vito von der Arbeit. Mit Carblast, Autocode und allem drauf. Okay, komm. Lass mal die alten Herren mal Rentner sein und wir gehen weiter, ja? Ja. Aber der Alex hat immer wieder verrückte Ideen, aber das macht ihn, glaube ich, auch so außergewöhnlich, die verrückten Ideen. Nicht umsonst hat er in 15 Jahren sowas hier, gell? Guck dir das mal an. Weiße Halle, schwarze Halle, hier auch eine weiße Halle. Ja, das ist. Als Unternehmer muss man verrückt sein. Da schleppt er den Sitz, guck ich dir an. Der T1 Samba bestand nur noch aus Rahmen unten. Das war's. Alles, wie es ihr hier seht, haben wir komplett. Wie gesagt, die ersten Schritte haben wir abgehakt. Nach dem KTL-Beschichten, so wie jetzt hier, geht es dann zu den Finish-Arbeiten, zu den Blecharbeiten, Schweißarbeiten. Ja, Youngtimer E30 auch schon mittlerweile dabei. Das ist auch ein nächstes Zugpferd von uns, da gehen wir aber auch in den nächsten Folgen detaillierter drauf ein. Das ist ein E-Bus, ja? Voll elektrisch, voll, 100%. Mit der Batterie, mit dem Batteriekasten, der geladen ist, könnte man ein Haus 2 Tage lang versorgen. Wenn man damit auf ein Festival oder irgendwo hingehen soll, ja, für die jungen Leute, eine Woche durchgehend volle Lautstärke, die, keine Ahnung, Riesenanlage da drin, ja, kein Problem. Also ihr seid damit der Hingucker, wirklich. Inzwischen. Sechseinhalb Stunden später. Nein, David, niemals. Niemals. Nein, nicht so. Doch, doch. Einmal. Eine Ewigkeit später. Ah, stopp, jetzt hoch. Jetzt hoch. Oh, ich bin raus damit. Das ist jetzt hier. So. Letzter Schritt, was Karosserie angeht. Also natürlich nicht die Restaurierung, aber was Karosserie angeht. Ist der Lack. Dass man an manchen Stellen kein KTL hat. Das ist eine Pagode, Mischbauweise Aluminium mit Blech. Hier wurde schon die ganze Zinnarbeit, Finisharbeit vom Blech erledigt. Pagode ist was Geiles, ehrlich. Die hat er vorhin gemacht, das ist. Ja, hab ich drauf. Ja. Ja. Also, jetzt haben wir mal so den Karosserieschritt abgeschlossen. Entlacken, entrosten, KTL-Beschichten, Blecharbeiten, Vorbereitung zum Lack. Und bevor wir jetzt in die grüne Halle gehen und euch fertige lackierte Fahrzeuge zeigen, gehen wir mal nach kurz zum nächsten Schritt. Für Fahrzeuge, die schon montiert sind, gefahren sind, wie auch immer. Und zwar für die Rostschutz, also für den Rostschutz, für die Versiegelung. Hier sieht man jetzt so den Versiegelungsschritt. Hier wird dann eben
von unten der Unterboden wird mit Wachs überzogen und die Hohlräume dann mit Fett ausgegossen. Ja. Dient einfach zur Sicherheit, damit das Auto nicht anfängt nach einem Jahr zu gammeln, sondern damit man damit auch ordnungsgemäß fahren kann, ohne Sorgen zu haben, dass mich jetzt der Winter in Österreich von unten zerfrisst. Ja. So wie zum Thema Garagenfahrzeug. Mein Auto hat nie Rost gesehen oder sonst was. Ja, guck dir mal alleine hier. Ja. Löcher im Radlauf. Überall. Ja, da bröselt's. Bröselt's raus hier. Okay. Ist gar nichts. Ja. 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 Das ist Jacket gepflegt. Der ist durch. Das ist halt so der Fluch und Segen vom Trockeneisstrahlen. Gut, wir haben hier noch nicht mal wirklich angefangen, also es wurde noch nicht gestrahlt, sonst würde hier die Achsschenkel und alles vom Schmutz schon längst blank sein wieder. Aber das ist halt jetzt die Frage, okay, guck mal, wenn ich anfange, guck dir das an, ja, das ist komplett zerfressen, überall, wirklich überall. Hier oben, ja, ich kann den Innenraum, ich fasse den Teppich gerade an, ja, das ist... Ob das die richtige Vorgehensweise jetzt für den Kunden ist, da muss man nochmal nachtelefonieren, ehrlich, weil der wird sein Fahrzeug danach so oder so demontieren können. Also die Karosse muss runter. Die ist fertig. Das wäre unnötig. Also der Schritt jetzt zum Trockeneisstrahlen. Trockeneisstrahlen kann ich Fahrzeuge, die echt gut in Schuss sind. Trockeneis ist jetzt ein Gewerk von uns, wo für intakte Fahrzeuge, also nicht für die hergebrachten schrottigen Karosserien, zuständig ist, sondern eben wirklich für Fahrzeuge, die jetzt im Gebrauch sind. Mit dem Trockeneis ist einfach, man erzielt damit die Reinigung vom Unterboden, man entfernt damit alten Unterbodenschutz und den ganzen Schmutz, der über die Jahre mit aufgetragen wurde, wenn man irgendwie durch salziges Österreich oder wie auch immer auch im Regen im Matsch mal gefahren ist. Also da, der Unterboden ist ja befallen mit allem, im Endeffekt, was so auf der Straße rumliegt, und das nimmt man ja immer mit. Wie gesagt, das ist Fluch und Segen vom Trockeneis. Im Endeffekt, ich vergleiche es immer mit dem Zahnarzt. Ich gehe zum Zahnarzt, in dem Gewissen, dass ich gute Zähne habe, komme ich dann und heißt, du hast Karies, wie auch immer, es muss ein Loch gebohrt werden. Sieht gut aus, ja, aber innerlich ist es einfach tot schon, ja, oder angegriffen. Und so ist es beim Trockeneisstrahlen. Danach sieht man den Zustand, was wirklich mit dem Auto ist. Er kann auch von außen top sein, aber von unten einfach durchgefressen. Und dann kann es sein, dass nach dem Trockeneisstrahlen der Kunde angerufen wird und es eben gesagt wird, ja, du musst jetzt nochmal fünfstellig in die Tasche greifen, um eben die Roststellen zu beseitigen. Muss partiell geschweißt werden, muss mit Glas nachgestrahlt werden, etc. etc. Ja. Aber gehen wir zum letzten Schritt, den fertigen Fahrzeug. Das war echt ein Maybach-Lack, gell? Ist echt so. Ja. 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 Die letzte Lagerhalle. Fahrzeuge, die dann zum Trockeneisstrahlen brauchen, wie jetzt der Deutsche oder der 280er SE. Aber die Kandidaten warten jetzt auf den Lack. Die sind schon fertig. Fertig geblecht, geschweißt, gefinisht. So Porsche, sage ich mal, ist Spitzenreiter Nummer 1. Von denen gibt es Fahrzeuge wie Sand am Meer. Und dementsprechend auch viele Fahrzeuge zum Restaurieren oder zum Teil restaurieren. Ja, auf verschiedenen Basen. Der hier zum Beispiel chemisch. Den haben wir chemisch und mit Mediastrahlen. Erkennt man daran. Zeig ich kurz.
Er ist, sage ich mal, fahrbereit. Wir haben hier noch die Reifen, wir haben den Rahmen, wir haben alles drauf. Anbauteile kann man leicht demontieren, also werden Anbauteile grundsätzlich chemisch behandelt. Weil es macht keinen Sinn, jetzt hier einen Kotflügel mit Kunststoff und Glas zu strahlen, wenn ich den einfach durch den chemischen Prozess jagen kann. Und hier eben das restliche Fahrzeug mit Kunststoff gestrahlt, Roststellen partiell mit Glas, weil es einfach abrasiv ist und so dementsprechend die Oxide den Rost entfernt. Ja, und der ist jetzt auch fertig und wartet dann auf den Lack. Dann geht's los. Und hier. Fertig lackierten. Also ein paar davon. Wenn du überlegst, was man jetzt so kurz heute im Kurzdurchlauf gesehen hat, Schrott, KTL, Mehrschrott, wie auch immer, und dann einfach, ja, finito. Geil. Ja, was ihr heute gesehen habt, ist eben die Zusammenfassung gewesen von unserer Firma. In Kurzformat euch zu zeigen, welche Gewerke wir besitzen, welche Prozessschritte wir hier machen, was wir machen können, was wir nicht machen können. Und in der Zukunft wird es dann beginnen, dass wir dann detaillierter in die ganze Materie eintauchen. Und in der Folge 1, wo ihr dann sehen werdet, geht es dann eben detailliert in die Warenannahme, in die ersten Schwierigkeiten, worauf muss man den Wert legen, wo gibt es einfach Dinge, wo man aufpassen muss. Und bis hin eben zu unserem Krematorium, unserem Backofen, zur Pyrolyse, zur thermischen Entlackung. Das ist dann die erste Folge und daraufhin geht es halt Step für Step, Gewerk zu Gewerk, geht es voran. Und lasst euch überraschen, was jetzt einfach ja, in der Zukunft alles auf euch zukommt. Dankeschön. Perfekt. Im Endeffekt, ich sag gerade die ganze Zeit im Endeffekt. Da, меня зовут Артур Шван. Я здесь работаю. По-русски können wir auch. Wo man sich normalerweise wie so ein Blinder ein Stück weit vortasten muss. Hört man jetzt. Wer war das? Kann man rausschneiden. Ja, raus! Raus damit. Autos. Ja, wir nehmen ein Auto in Becken, tun in Becken und dann von Prozess zu Prozess und du zahlst Geld und bekommst was. Ja. Ja, das, ich glaube, das erklärt sich doch am schnellsten. Ja. Nein, aber Vertrauen in uns, ja. Wir können gute Arbeit, ja. Haben gelernt auf Bazar in Kasachstan. Im Endeffekt haben wir jetzt, ich sag heute echt die ganze Zeit im Endeffekt, gell? Ja, mein Name ist Arthur. James Bond. Ja, was ihr heute gesehen habt, war die Zusammenfassung in Kurzformat von unserer Firma. Im Endeffekt. Nein. Okay. Warte, jetzt haben wir ein rotes Gesicht. Ich sage so oft im Endeffekt. Aber es hört sich auch echt verdammt cool an. Ah, Gott. Dankeschön.